Hallo und willkommen zum vierten Teil unseres Videotutorials über XS The Future of CRE. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Im letzten Teil der Reihe haben wir den Schwerpunkt auf das Bearbeiten, das Auswerten und auch die Ausgabe der kompletten Dokumentation, die wir in den ersten drei Teilen erstellt haben. Vorab möchte ich aber doch nochmal auf drei bestimmte Aspekte bei XS eingehen. Das erste ist die ganze Thematik rund um die Mehrsprachigkeit von Dokumentation. Wir nutzen im EXS eine Fremdsprachendatenbank, die wir über den Systemeditor aufrufen können. In dieser Datenbank sind jetzt beliebige Fremdsprachen enthalten und auch dank der Unicode-Fähigkeit von AutoCAD können wir diese dann auch in nicht-lateinischen Schriftzeichen, beispielsweise Kyrillisch, anzeigen lassen. In den Projekteinstellungen haben wir die Möglichkeit, im Projekt bis zu drei Fremdsprachen zu verwalten bzw. anzeigen zu lassen. Das geht übrigens so weit, dass man in den Textvoreinstellungen des Projektes bestimmen kann, bei welcher Disziplin welche dieser drei Sprachen angezeigt werden. Also das heißt, man kann also eine bestimmte Übersetzung bei der Elektrotechnik und eine bestimmte Übersetzung bei der Pneumatik auswählen. Das Einfügen von Fremdsprachentexten in die Dokumentation geht sehr schnell und einfach. In diesem Fall möchte ich den Funktionstext des Modusschutzschalters übersetzt haben. Ich gebe also über die Volltextsuche einfach Modusschutz ein, bekomme alle entsprechenden Texte schnell angezeigt, wähle Modusschutzschalter als Wort aus, füge dann über Alt und der Enter-Taste einen Zeilenumbruch ein und als nächsten Text kommt das Netzteil dran und abschließend noch einen freien Text mit 24 Volt Gleichstrom. Und man sieht auch sofort auf der Seite die deutsche Übersetzung des Textes, da ich ja Deutsch als erste Projektsprache bestimmt habe. Als nächstes möchte ich die Frage klären, wie behält man denn überhaupt den Überblick bei umfangreicheren Dokumentationen, die zudem auch noch mehrere Disziplinen, also Elektrotechnik und Pneumatik, enthalten. Das ist ganz einfach, denn über eine entsprechende Funktions- und Ortsstruktur hat man auch hier im Projektmanager bei Funktionen und Orten jeweils den Zugriff auf alle Produkte pro Disziplin. Also zum Beispiel hier sehe ich jetzt alle Pneumatikkomponenten aufgelistet, wie eine der Spulen der Magnetventile. Ja, und als dritten Punkt möchte ich eine besondere Art der Verbindungslinien vorstellen. Und zwar, wenn man sich jetzt hier mal diese Seite anschaut mit den beiden Karten. Die eine hat 8 Ausgänge, die andere hat 8 Eingänge. Wenn ich die jeweils 1:1 verbinden möchte, brauche ich den entsprechenden Platz auf der Seite, den ich definitiv jetzt hier nicht habe. Beziehungsweise wird es natürlich auch unübersichtlich. Wir haben jetzt in EXS eine sogenannte gebündelte Verbindungslinie. Diese ermöglicht mir mit wenigen Mausklicks Verbindungslinien übereinander in einem Buslayout zu zeichnen. Ich ziehe zunächst eine Linie zwischen den ersten beiden Anschlusspunkten und gebe dann den Abstand zum jeweils nächsten Anschlusspunkt an. Danach kann ich dynamisch mit der Maus die Anzahl der benötigten Verbindungen bestimmen. Also das ist wirklich eine sehr schöne Funktion, um Linien im Buslayout sehr schnell erstellen zu lassen. Ja, damit auch diese einzelnen Verbindungen als Adern eines Kabels dargestellt und verwaltet werden, lege ich eben jetzt noch ein Kabel auf. Also ich wähle mir das Symbol für ein Kabel aus mit waagrechter Beschriftung, bestimme dann über die Baugruppe den Typ, ist in dem Fall ein 18-adriges Kabel, weil ich das auch so bestellen kann. Und über die Funktion der Reihenplatzierung, die wir ja schon aus dem ersten Film her kennen, kann ich dann die ganzen restlichen Adern automatisch durchnummerieren und platzieren lassen. So, das waren jetzt auch die drei Punkte, die ich vorab noch ergänzen wollte. Aber nun kommen wir dann zunächst zum projektweiten Bearbeiten der kompletten Dokumentation. Hierzu rufe ich den Dateneditor auf und kann mir beispielsweise in einem Reiter alle Produkte anzeigen lassen. In der Filterfunktion stehen mir unterschiedliche Kriterien zur Verfügung. So kann ich mir alle Produkte, die in ihrem Referenzkennzeichen mit einem M beginnen, herausfiltern lassen.
Denn ich habe vor, hier im Dateneditor die beiden Motoren umzubenennen, statt auf den entsprechenden Projektseiten. Denn der Dateneditor stellt mir ja alle Produkte tabellarisch dar und es ist natürlich einfacher zu bearbeiten, als jetzt auf jede Projektseite zu gehen oder aber auch im Produktbaum dann jedes Produkt einzeln anzuklicken. Über Suchen und Ersetzen geht es bei mehreren Produkten sogar noch schneller. Und sehr schön ist, dass man jetzt auch aus dem Dateneditor heraus direkt auf die einzelnen Seiten navigieren kann. Hier sieht man dann auch, dass auf den Seiten die entsprechende Referenzkennzeichnung bei den Produkten geändert ist. Die nächste Bearbeitungsfunktion, die ich vorstellen möchte, ist das projektweite Bearbeiten von Klemmleisten im Dateneditor. Ich kann beispielsweise die Klemmen von einem der Motoren an eine andere Position auf der Klemmleiste schieben. Danach sollte ich natürlich die Klemmen neu nummerieren lassen. Und zwar schalte ich jetzt hier zunächst die PE-Klemme aus, um sie von dem Nummerierungslauf auszunehmen, gebe einen Startwert, nämlich die Nummer 1 für die erste Klemme an, markiere den anderen Bereich und lasse einfach nummerieren. Danach entferne ich den Filter für die PE-Klemmen, sodass mir die komplette Klemmleiste wieder angezeigt wird. Im Stromlaufplan sind dann auch sofort, wie man sieht, die Klemmen entsprechend aktualisiert worden. Für die nächste Funktion, nämlich für den sogenannten Verwendungsnachweis, stelle man sich folgendes Szenario vor. Man hat an mehrere Kunden ein bestimmtes Bauteil ausgeliefert. Und jetzt ist dieses Bauteil vielleicht von einer Rückrufaktion betroffen und man muss natürlich schauen, in welchen Projekten bzw. zu welchen Kunden ging denn dieses Bauteil. Ich habe jetzt hier über den Verwendungsnachweis die Möglichkeit, nach einer bestimmten Artikelnummer zu suchen. Und diese wird mir dann auch in den ganzen Projekten hier angezeigt. Ich kann natürlich auch nach allen anderen Eigenschaften und Aspekten suchen lassen. Auch von hier aus kann ich auf die entsprechende Projektseite navigieren und dann unter Umständen Änderungen vornehmen, wie jetzt die Artikelnummer austauschen. Okay, ich kann über den Dateneditor noch andere Funktionen nutzen. Nämlich der Dateneditor bietet mir auch eine sogenannte Fehlerliste an. Das ist eine Auflistung von Formalfehlern im Projekt. Ein Formalfehler kann beispielsweise sein, dass ich vergessen habe, einem Produkt eine Artikelnummer zuzuordnen. Diese wird natürlich dann in der Stückliste fehlen und die Stückliste wäre fehlerhaft bzw. nicht vollständig. Natürlich kann ich wieder aus der Fehlerliste direkt zum Produkt navigieren, in diesem Fall eines der Magnetventile, und dann hier die fehlende Artikelnummer ergänzen. Bei fehlenden Artikelnummern wird in den Produktbaum gesprungen, gelange aber natürlich von hier aus wieder auf die entsprechende Projektseite. Wobei ich aber über den Produktbaum dann die übergeordnete Artikelnummer für dieses Magnetventil zuweise. Ja, und im Prinzip ist jetzt mein Projekt fertig. Ich habe es also erstellt mit den Disziplinen Elektrotechnik und Pneumatik. Ich habe es nochmal nachbearbeitet und habe vorhandene Formalfehler korrigiert. Also kommen wir jetzt mal zur Listenausgabe, die ich über die rechte Maustaste auf den Projektnamen dann zur Verfügung habe. Als erstes lasse ich mir mal einen grafischen Klemmenplan erzeugen, den ich dann ganz normal als neues Dokument aufrufen kann. Der gezeigte Klemmenplan, der natürlich nach eigenen Anforderungen anpassbar ist, enthält alle internen und externen Ziele der Klemmen sowie die aufgelegten Kabel. Der Klemmenplan ist jetzt nicht nur eine reine Grafik, sondern man kann auch hier über die Navigator-Funktionalität zu den einzelnen Klemmen im Stromlaufplan gelangen. Beziehungsweise aber auch die andere Richtung, nämlich von der einzelnen Klemme zum Klemmenplan. Als nächstes lasse ich mir gleich drei grafische Listen hintereinander erzeugen. Das eine ist eine Bauteilliste, also eine Auflistung mit den Einzelbauteilen. Dann als zweites eine Bestellliste, was im Prinzip eine Mengenstückliste ist. Und natürlich dann zum Schluss ein Inhaltsverzeichnis, in dem dann alle Einzelseiten des Projektes aufgeführt sind. Ja, schauen wir uns aber auch mal die Ergebnisse der Listenausgabe an. Also hier jetzt die Bauteilliste mit den einzelnen Aspekten der Produkte, von denen ich natürlich auch wiederum navigieren kann. Ja, also man sieht, wir haben jetzt nicht nur reine Grafik, sondern auch wirklich intelligente Listen, indem wir dann von der Liste selbst wieder in den Produktbaum springen oder umgekehrt vom Produktbaum in die jeweiligen Listen.
Die Bestellliste liefert dann die Summierung der Einzelbauteile mit ihren Artikelnummern, Bezeichnung und natürlich der Mengenanzahl. Und ich kann aber auch jede Liste als Excel-Datei ausgeben. Das macht gerade bei der Bestellliste für die Übergabe an die Warenwirtschaft Sinn. Ja, zum Beispiel diese Bestellliste mit den Artikelnummern und der jeweiligen Stückzahl könnte man sofort in das ERP-System importieren. Gehen wir dann als letztes zum Inhaltsverzeichnis des Projektes. Und ja, natürlich auch hier kann man, wie soll das anders sein, vom Inhaltsverzeichnis zu den einzelnen Projektseiten dann navigieren. Jetzt haben aber die grafischen Listen nicht nur die Möglichkeit der Navigation, sondern auch wirklich der Interaktion. Denn mir fehlt jetzt hier auf dieser Seite der Dokumententitel. Den kann ich jetzt in dem Eigenschaftsmanager einfach ergänzen. Und erscheint aber auch dann sofort im Inhaltsverzeichnis. Ein anderer Fall für diese Interaktion könnte sein, dass ich bei einer Bauteilliste eine Artikelnummer ergänze oder aktualisieren lasse. Ja, und zum Abschluss kann ich dann noch den Content-Ordner einfach an die oberste Stelle schieben. So, von dem gesamten Projekt lasse ich mir dann als allerletzten Schritt ein PDF erzeugen, damit die Kollegen aus der Fertigung oder von der Wartung, aber auch meine Kunden die Dokumentation im neutralen Format haben. Natürlich kann man aber auch die einzelnen Projektseiten als reine AutoCAD-DWGs weitergeben. Im PDF habe ich dann ein strukturiertes Inhaltsverzeichnis, kann jede Seite aufrufen, kann aber auch über die Querverweise durch das gesamte Projekt navigieren. Und wer sich noch an den zweiten Teil der EXS-Vorstellung erinnert, denn dort hatten wir ja der SPS ein Datenblatt hinterlegt, was ich jetzt dann hier per Knopfdruck aufrufen kann, weil dieses Datenblatt in das PDF eingebettet ist. Die nächste Funktionalität ist, dass wir die Mehrsprachigkeit aus den EXS-Projekten in das PDF übertragen können. Und zwar auf drei Arten. Zum einen, wie man jetzt hier schön sieht, schaltet man einfach die gewünschte Sprache im PDF ein. Oder man erhält pro Fremdsprache jeweils eine PDF-Datei. Oder im PDF erscheinen die Fremdsprachen, die auch auf den Projektseiten angezeigt sind. Ja, und jetzt sind wir am Ende unserer vierteiligen Vorstellung von EXS, The Future of CAE. Und wer in den ganzen vier Teilen aufgepasst hat, hat sicherlich bemerkt, dass, wie auch eingehend angekündigt, wir in EXS weniger als 10 unterschiedliche Dialoge benötigt haben, um eine komplette mechatronische Dokumentation zu erstellen, zu bearbeiten, auszuwerten und auszugeben. Das hat natürlich den attraktiven Charme, dass man als Anfänger sehr schnell in die Software hineinkommt, beziehungsweise auch, wenn man nicht jeden Tag mit dem System arbeiten sollte. Wir bedanken uns für Ihr Interesse über diese vier Folgen hinweg. Und ich kann an der Stelle schon ankündigen, dass wir natürlich auch in den nächsten Wochen und Monaten weitere Episoden rund um EXS, The Future of CAE auf diesem Kanal veröffentlichen werden. Natürlich lohnt sich auch immer wieder ein Besuch auf unserer Webseite und da speziell in unserem Blogbereich mit den Neuigkeiten. Oder bei direkten Fragen freuen wir uns natürlich auch auf eine E-Mail von Ihnen. Bis dahin, auf Wiedersehen und bis bald.